Okay, schauen wir mal nach Farbe. Stärke hoch, das geht ja nicht so. Max KP. Max KP geht immer. Hab da nur nicht so viel Passendes. Das ist sehr schade. Ja, das ist wirklich leicht belastend, aber was soll ich machen? Hauptsache, es gibt überhaupt irgendwas. Gut, schwach, normal. Dann lass es doch. Komm, wir brauchen hier. Ladevorgang beim Alten. Okay. Giftschutz, klar, warum auch nicht? Maximal KP um 17% ist okay, denke ich. So, aber ich brauche trotzdem physische Abwehr. Nett. Und sonst habe ich komplett gar nicht so physische Abwehr. Das ist schlecht. Das ist enorm schlecht. Ich bestätige einfach und guck, was rauskommt. Mit ein bisschen Glück war es trotzdem gut, aber ja, mal schauen. Mal schauen. I'm all over that. I've got it. To you. To me. Awesome. Alrighty. There we go. Awesome. Let me try. To you. There we go. Awesome. So. To you. Echt los. Nett. 25 und 25. So, mehr physische Abwehr war ich schon nicht drin. Von daher lohnt es eigentlich kaum noch, um was anderes zu machen. Oh, Hast. Ein besserer Hast-Kristall wäre natürlich auch noch ganz geil. Wenn ich jetzt noch was Passendes dazu hätte. Wut hoch, Heilung hoch. Wut, Brandschutz. Versuchen wir es mal. Was kann da schon schief gehen? Ach, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Dumbling genommen. Fuck. Consider it done. Jetzt ist natürlich erst recht nichts. Oh, aber man kann nicht direkt zwei Zylinder draus bauen. Die werde ich dann noch brauchen. So, okay. Mal schauen, wie ich Ricky jetzt genau equippen kann. Wir haben noch Gift Plus bekommen, ne? Das kann ich doch eigentlich direkt. 50% mehr Gift, okay. Das ist auf jeden Fall krass. Damit kann er was anfangen. So, physische Abwehr hat er gerade bekommen. Ich denke nach Rang sortieren. Stärke 4, das kann ich gleich mal Schurk verabreichen eigentlich. Ich gebe einfach Stacheln. So, ne, hier, Hast. Doch gerade einen besseren Hast-Kristall bekommen. Eigentlich. Hast 3, 21%. Ja gut. Besser als gar nichts. Achso, natürlich auch die besseren Stärke-Juwelen. Ah, okay. Bei 150 Caps also. Wie viel genau bringt der? 29. 28. 25. Wenn ich den rausnehme, wo lande ich dann? 128. Kann ich auch die Stärke eigentlich drin lassen. Ein paar Punkte sind zwar verschwendet, aber was soll man machen? So, Melia hat alles an Äther. Und kriegt jetzt noch minimal KP und vor allem Abwehr.
Was? Ich hab's nichts hat. Blutungsschutz. Sofort Todresistenz. Ich kann auch ein bisschen Stärke reindrücken. Ah, komm. Einmal geht. Der ist eh mal so ein Hybrid. Weil der kann auch gut austeilen. Das sind aber komische Verteidigungskristalle. Ah, Max KP. Damit erreicht er auch schon das Cap. Das ist auch krass. So, physische Abwehr. Wo? Obwohl, ein bisschen Äther kann ich ihm auch geben. So, es war aber keine physische Abwehr. Wo? Da. Okay. Ätherabwehr hat er dafür ganz schön krass. Nicht schlecht. Jetzt muss ich nochmal die Skills bei ihm durchgehen. Alles ein bisschen leveln und dann kann es doch endlich weitergehen. 5000 Verzauberung kann ich das ein bisschen höher machen. Das lohnt sich. So, bei Melia. Der Blitzruf, weil er einfach OP ist. Und bei Ricky. Was hat er alles für Techniken jetzt? Der hat ganz schön was bekommen sogar. Und so, erstmal alles raus. Also, Freu ist auf jeden Fall schon mal extrem wichtig. Beiß. Zeigt Blutung von hinten, erhöhte Dauer. Okay, Blutung ist auch immer krass. Das ist nicht so. So, Gift. Das war auf jeden Fall wichtig. Die Aura ist, glaube ich, ganz geil. Das Umwerfen ist nicht so geil, glaube ich. Gibt Schaden als Stachelschaden zurück. Puh, das ist krass. Heier machen. Ja, nicht so. Heile Kuckuck. Mechon geraten in Panik. Was? noch eine Äthertechnik. Kalt. Ja, komm, Äthertechnik. Dreier-Kombo, die Feinde schwanken lässt. Aber ich könnte die Feinde eh nicht umwerfen. Von daher, ich glaube, Ricky Böse würde jetzt noch Sinn machen. Und eventuell Schleich. Schleich, Junge. Einfach für zusätzliche Chancen. Kuckuck, Seitentreffer auf Mech und Panik. Das klingt nett, aber ich weiß nicht. Wir sind zwar jetzt im Mechon-Gebiet unterwegs, aber ich habe keinen Bock, das später wieder zu ändern. Unnötig, deswegen wird das ist mein Team sein. Auf geht's. Ups. Wirklich ist es nicht wirklich ein Tank, weil der die Wut nicht mal ziehen kann, aber Hauptsache überhaupt jemand mit ein bisschen Leben ist am Start. Wenn du bereit bist, erzähl mal, was passiert ist. Ja, jetzt aber. Hör gut zu, Dixon. So läuft das jetzt hier. Fiora? You mean Dunban's sister? Ja, Dixon, du kennst sie dein Leben lang. Yes. So that's why you're all looking so down. I can't believe they're sticking homs into those faced Mekon. Looks like they weren't just eating us. They made Mumkar into one. He was the one who attacked Colony 9. Oh, and there was me thinking he snuffed it in that battle. Aren't you surprised? That he attacked Colony 9? I don't know what drives those Mekon. I've given up trying to figure them out. It don't surprise me one bit. Still, Mumkar as well, eh? Things are getting interesting. Das sagt er was. Sorry? Oh, nothing. It is time for us to return.
I would like to continue providing assistance, but my help is required in assembling HOMs for the Allied force. There are also my duties as seer to consider. Then I'll be off too. You lot should be all right getting Fiora back. In the meantime, we'll be getting ready for battle. Thanks for coming this far. We'll be fine. We can... Oh. Galahad Fortress is a key position for the Mekon. You can't just rush in, all guns blazing. Oh, doch, das können wir. Agreed. We will infiltrate via the ether inlets. If I'm right and the Mekon do feed off ether, then we're sure to find some form of influx channel. Our objective is to reach one of those channels. Don't go dying on me, Shulk. I won't. You take care as well. Cheers. Macht's gut, sagt er einfach so. Looks like it's just us. Right. We head for the hilt of the sword. Galahad Fortress. Okay. Mit unserem neuen Team. 1 year on. Now, at last, we will seize our destiny. Isn't that right, Shulk? Wahrscheinlich. Der Mann steht nach einem Jahr schon wieder auf dem Schlachtfeld. Ja, warum auch nicht? Kostet ja nix. Sansa. So another has appeared with the ability to wield the Monado. But why would Sansa release the Monado? He surely knows it would become a double-edged sword. Yet he relinquishes it to that mere child. And a face escaped my control and acted alone. Now that the Monado has been freed, it appears the usefulness of the faces has come to an end. Although, perhaps there are still things to be learnt from having them challenge the boy. Das werden die Leute einfach uns entgegenwerfen, kurz, why the fuck not? Na gut. Auf geht's, unserem neuen Team. Und wieder mal ganz unter den Buckeshalle. Uff. Das dürfte ein Ritt werden. Ich benutze noch zum ersten Mal Ricky. Das dürfte schon spannend werden, wie das ziemlich funktioniert. Aber wir haben Schulk. Der dürfte das tatsächlich auch ganz gut einstellen können im Notfall. Die Viecher dürften knapp unter unserem Level sein. Mal schauen, wie das gleich wird. Gott, lauf ich langsam mal in Tempo Juwelen. Das ist irgendwie schnell an der Erinnerung. Festung geht. Oh, okay. Klar, warum auch nicht? Was genau geht hier ab? Tür Öffnungsvorrichtung. Ah. Okay, die müssen wir jetzt erstmal finden. Sonst geht's nicht weiter. So, und die ersten Gegner. Bei Stufe 44. Okay, ich dachte, hier kommen auf jeden Fall größere Viecher auf mich zu. Oh, fuck, was? Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Auf geht's. Okay. Ich meine, ja, jetzt schon massive Schaden. Ich müsste Schulk den ganzen Akku drücken. Okay. Ich meine, er zieht viel zu viel Akku.
Das ist schlecht. So, los, komm auf. Ricky! Ja, Melia zieht. Viel zu viel Akku. Welcher Teil ist? Und jetzt direkt da halten. Hat Ricky keine Technik, mit der ein bisschen Akku ziehen kann? Nur so ein bisschen. Ich habe es jetzt die Fähigkeit gleich gelevelt, ne? Vakuum wird gut gezählt. Sieht nicht so. Schlecht. Das ist Kacke, dass er nichts hat, um die Wut aufrechtzuerhalten. Naja, okay. Ich würde sagen, ich level einfach alles mal ein bisschen durch und schau, wo ich da rauskomme. Oh, das ist alles so teuer. Das ist schon so weit gelevelt. Sieht so aus. So teuer wie der Scheiß ist. Ah, hier geht noch ein bisschen was. Ja, mal schauen, wie sehr Ricky das im Kampf gleich helfen wird, was ich hier mache. Ich krieg noch einen Damage Skill. Schleit. Für 1000 Schaden, mehr ist es nicht. Der kommt damit auf 3000 Schaden ungefähr. Aber Schulks Rückschlag. Kommt da auf bis zu 10.000 Schaden. Das ist ja gar kein Vergleich. Ist doch schneller wieder da, aber das ist bestimmt nur wegen Gruppenleiste füllen, aber trotzdem. Stimmt, unsere Gruppenleiste ist in dem kleinen Kampf so explodiert. Also ich glaube, das Team hat Potenzial. Wie viele Physiotechniken hat Ricky? Das ist auch was, worauf ich achten muss. 2. Ansonsten Äther. Melly hat auch Äther. Das ist okay, aber hat sie keine direkten Damage-Techniken, die nicht blau sind? Nee. Und er hat. Ja, gut, es ist auch nicht verheerend. Ich muss höchstens die Reihenfolge ändern. Ja, auf jeden Fall. Oder? Doch, das müsste so richtig sein. Okay. So. Zeit mit dem Team hier ein bisschen durchzulaufen. Sammel-Eis werde ich hier auch exzessiv mitnehmen müssen. Weil ich jetzt schon weiß, dass wir die dann hier komplett brauchen. So, hier hat es irgendwas zerlegt. So eine Artillerie-Haubitze. Ja. Okay. Oh. Fucking hell. Hab ich gerade Mikro geschlagen. Herzlichen Glückwunsch. So. Mit dem Scheiß. Yo. Jetzt reden wir. Stufe 52. Gott, macht das Schaden. Ja, here we go. Mal schauen, wie das hier klappt. Bye-bye. Ist das da von hinten? Ich hab keine Ahnung. Nee, natürlich nicht. Du musst suffer more. It's not over yet. Leave it to Heropon. Heropon, wow! We did it. Nicht unbedingt. Yeah!
Genügend Schaden. Okay, muss ich beide vielleicht doch wieder ändern. Weil eigentlich will ich erreichen. Fuck. Was kann ich tun? Jo. Das war's. Herzlichen Glückwunsch. Das klappt gar nicht. Weil Schurk einfach nichts aushält. Schlecht. Eigentlich würde ja die Taktik sein, dass ich mit Ricky erst nachzuschlage, aber seine Techniken sind halt leider auf Ether basiert, die wirklich Schaden über Zeit machen, denn es sei denn, ich halte mir das Monado bereit, na, Kette, das könnte auch funktionieren. Versuchen wir es mal so. Hey, ich bin bald vor Runde 2, Penner. Wo bist du hin? Ja, ohne richtigen Tank ist halt schwierig, sowas zu gewinnen. Everyone, so. Let's go! Auf geht's. Sidekicks, try hard! Sidekicks, try hard! Ja, kein Wunder, so viel Schaden wird direkt zum Anfang nicht schon austeilt. Hallo? Seid ihr? So, mach runter von mir. Ah, da. Here we go again. Titanstampfer gegen Melia. RIP. Keine Chance zu retten. Sie hat nicht mal genug Punkte. Das ist Flächenschaden. Das ist Flächenschaden. Ich kack ab. Aber er selber tankt ja ganz gut, ne? Aber muss nicht erstmal dazu bringen. Wo ist denn die Rückseite? Und ich habe die Jakro. Titanlaser 7! 7! Was? Komm mal rein. So, dann durfte ich überleben. Okay. So, los Jungs. Flächenschaden jetzt. Also, Zeitschaden und alles. Auf! Boah, Ohnmacht. Oh, das ist RIP. Und Maya durfte mich gleich wiederbeleben mit ein bisschen Glück. Boah. Mistvieh. Und so soll es wirklich weitergehen, ja? Oh Mann. Ich speichere an der Stelle erstmal. Das ist relativ sinnlos, was ich mache. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich hoffentlich ein bisschen mehr Plan habe. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.